Hallo Wanderfreunde und Grüße aus Arosa. Heute möchte ich den Winterwanderweg auf das Weißhorn machen. Das Weißhorn ist etwa 2600 Meter hoch. Für den Weg braucht man etwa 3 bis 4 Stunden, zumindest nach Angabe. Es ist heute super sonnig, allerdings ist heute wieder etwas Sahara-Staub in der Luft. Ich hoffe, dass sich der verzieht, damit ich auf dem Gipfel des Weißhorns eine super Aussicht habe. Wir sehen uns am Gipfel. So, ich habe es geschafft. Ich stehe ja jetzt auf dem Gipfel des Weißhorn. Ich habe ziemlich genau 4 Stunden gebraucht. Das waren von der Mittelstation 700 Höhenmeter. Die Aussicht hier oben ist echt super. Man hat einen tollen Rundumblick auf viele weiße Berge. Leider hat sich der Sahara-Staub nicht verzogen, sodass man nicht die Weitblicke hat, die man sonst bei klarer Sicht hätte.
Normalerweise könnte man die Ruhrfürsten sehen und viele andere Berggipfel. Ich werde hier jetzt noch den Ausblick genießen und fahre dann auch bald wieder mit der Gondel runter nach Arosa. Bis zum nächsten Mal.